Quelle des Genusses. Bannecke. Feinkostflüssig. Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Bannecke.de. Mein Name ist Michael Gelsing. Und heute machen wir mal einen ganz außergewöhnlichen Drink. Etwas, wo man jetzt vielleicht so auf Anhieb nicht drauf kommt, das so zu verwenden. Aber wir machen im Prinzip einen Dessertdrink, den Sie nach einem guten Essen Ihren Gästen sicherlich schön servieren können. Ist geschmacklich eine ganz tolle Sache. Obendrein haben wir uns jetzt noch eine Variante überlegt vom Servieren her, wie es vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlicher ist. Es macht ja auch immer Spaß, damit ein bisschen zu experimentieren. Deswegen steht ja auch schon diese Tasse. Es handelt sich um den Frozen Cappuccino. Name ist Programm, ist im Prinzip geschmacklich ein kalter Kaffeedrink. Besteht auch durchaus aus Likören, die eine Kaffeearomatik mitbringen, aber nicht nur. Und zwar benötigen wir dazu einmal Baileys, dann einen Kaffeelikör, einen guten Amaretto und frische Sahne. All das wird jetzt im Prinzip nur zusammen geshakt. Keine große Kunst dahinter, kein besonderes Geheimnis. Im Verhältnis 3cl Baileys. Kalur dann 2cl von Amaretto, der schmeckt auch immer relativ stark durch, und auch 2cl Sahne bitte. Sahne ist natürlich durch das Fett auch Geschmacksträger, ne? Das gibt dem Ganzen noch eine schöne Textur, einen sehr runden Charakter. Dann Eis in den Shaker geben und kräftig shaken. Mit der Sahne ruhig ein bisschen länger shaken. Und das Ganze dann einfach in die Tasse ab. Wenn man jetzt noch mag, man könnte auch eine kleine Sahnehaube drauf geben. Ich finde das ein bisschen unnötig dabei, aber auch wenn man es beim Cappuccino eigentlich nicht machen sollte, bei Frozen Cappuccino dürfen ruhig ein paar Schokostreusel mit drauf für die Optik. Der Frozen Cappuccino und Cheers!